Ja, der schneidet den gerade ziemlich kaputt. Sie schaut so ein bisschen. Eisenmann, wenn du ihn einfach in der Mitte durchschneidest und die Gedärme nach draußen schüttest, das wird nicht helfen. Du musst ihn. Sie zeigt es dir einmal, nimmt dann einen dritten Fisch, der dir dann noch irgendwie geblieben ist. Hast ihn einfach nur in der Mitte durchgeschnitten, also nicht am Bauch, sondern. Ja, gut. Bei dir im Gebirge gibt es halt keine Fische. Sie nimmt einfach den Bauch, schneidet den aus, greift dann einmal mit ihren großen, schwierigen Fingern rein. Und ziemlich filigran holt sie dann da irgendwie schwarze Gedärme raus. Zieht einmal irgendwie ein paar Eierstöcke kommen mit und schmeißt sie dann einfach ein bisschen blutend ist noch dran, schmeißt sie dann in den Schnee und gibt ihn dir dann wieder zurück. Ungefähr eine Stunde später habt ihr ein gutes Mahl zubereitet, die Hasen ausgenommen, gegessen und dann noch einmal das letzte Feuer wieder auch verscharrt, die letzte Aschenspuren mit Schnee überdeckt, so dass es weitergehen kann. Es sei denn, ihr möchtet noch irgendetwas tun. Starker kochst du? Kann ich machen. Ist klar. Ich muss ja schon sagen, mir ist schon gar nicht ganz wohl zumute. Ich kenne mich mit Gewürge und mit Höhlen gut aus, aber das Gemüt drückt mir doch schon ganz schön. Sag mal, Torgosch, Eisenmann, kennst du ein paar Lieder? Ein paar gute Zwergenweisen, die wir uns erzählen Oh. können, die wir singen können, damit wir ein bisschen runterkommen. Mein Kopf brummt. Also ich muss ja ehrlich zugeben, zu meiner Schande, dass ich in meiner Sippe nicht der beste Sänger war, aber für die Großlinge reicht's bestimmt. Ich würde mal ein Lied anstimmen. Besten irgendein Bergbau. Euer Jezorn temporär steigt um 1. Das kann ich. Eisemann! Ja, schrei doch nicht mitten rein, das war gerade die gute Stelle. Die gute Stelle? Es klingt, als würdet ihr für eure Musik regelmäßig Leute erwürgen und das als Text aufschreiben. Ja, da sind halt ein paar Hämmergeräusche mit drin, die muss man doch mitmachen. Du hast nicht Doch mal gar einen nicht. Hammer dabei! Ja, Ja, dann da willst du muss mich man diese verarschen, Benotung das sind die guten machen. Zwergenweisen. Das ist so richtig schlecht. Das ist so richtig schlecht gewesen. Ja, singt ihr doch mal erstmal besser hier. Euch habe ich auch noch nicht singen hören. Ich behaupte auch nicht, dass ich es kann im Gegensatz zu euch. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin, aber für euch Großlinge reicht's ja wohl. Ich habe immerhin das Hammergeräusch nachgemacht. Warte mal, bis ich den Amboss nachmache. Das ist doch viel lauter. Ihr wisst nicht mal ein gutes Zwergenlied zu schätzen. Ja, dann möchte ich. Wenn das ein gutes Zwergenlied war, dann wisst ihr Zwerge nicht, wie man singt. Geschweige denn Musik macht. Ach ja? Also jetzt hier. Dann zeigt uns doch mal, wie man besser singt hier, Horasischer Langbeiner. Wenn du so Gut. meinst, du kannst das. Bestimmt etwas besser. Ich möchte ein Lied aus einer Oper, die gerade im Horasreich aufgeführt wird, singen. Lasst mich kurz überlegen, den Text. Ah, ja. Eine jaulende Arie. Nun, hört zu und lernt. Meine Fresse. Und ich singe kreuz und schief. Ist ja gar kein Eisen, Hammer euch ist nicht drin. auszuhalten, Mann! Unterbrecht meinen Vortrag nicht! Darkhan sitzt da und hält sich seinen Kopf und ist scheinbar kurz davor auszurasten. Wenn das im Horasreich die neueste Mode ist, kann ich verstehen, warum ihr da unten nichts mehr auf die Reihe bekommt. Nun ja, ich war noch nie ein gut ausgebildeter Sänger, aber es sollte für euch reichen. Ich werde Was daran denn arbeiten. heißen? Nun ja, die Mittelreicher waren noch nie für ihre Kultur bekannt. Bei Oh, das Swaffnir. nimmt Java zurück. Bei Swaffnir. Ich habe gehört, dass die Horasier sich anziehen wie Mädchen mit Röcken und dann legen sie sich auf die Bühne, um besser singen zu können. Das Das nennt wohl. sich Oper. Warum Meine große legt man sich denn Freundin. auf die Bühne? Die können nicht mehr stehen, die sind zu fett geworden. Ich Ich meine, pack jetzt Trompen meine haben Fl sie. Ich pack jetzt meine Flöte aus. Ja, dann spiele ich euch ein gutes toburisches Volkslied vor. Oh Ja, du darfst auch nein. gerne Das musizieren, wenn du möchtest. Richtig, das Lied vom Weidmannialag. Ich möchte. Oh, Okay. ja, Man verstört zumindest die Melodie. euer Jezorn singt um 1. Ragnar klatscht tatsächlich einmal. Seht ihr, das sind gute Wenigstens. taumrische Volkslieder, die so ein bisschen Wenigstens den Geist einer. heben und einen nicht runterziehen. Wenigstens einer, der etwas von Arves Künsten versteht. Naja, es hat einen gewissen rustikalen Charme.
Es hatte mehr Charme als alles andere, was ich bisher gehört habe in den letzten Wochen. Geht mal her, Jerodin, ich möchte auch mal probieren. Ja, bitte, aber sauber mir nicht rein. Ja. Gesagt, getan, erstmal reingesabbert. Angefeuchtet, angeleckt. Und musiziert. Der Jezorn Sektor Mainz. Ja, das ist ganz ansehnlich, muss man sagen. Habt ihr das in Gareth aufgeschnappt? Ja. Ich habe einige Sachen in Gareth gelernt. Über was denkst du denn? Ich erzähle natürlich von einem lange verschollenen, fecksgefälligen Mann, der eine Verschwörung in Gareth aufgedeckt hat und dabei immer mal wieder fecksgefällige Taten vorbringen musste, wie zum Beispiel einmal in die Garnison einsteigen und das andere Mal den ein oder anderen Einbruch machen. Aber alles in allem ist es am Ende nur für das Wohl des Reiches gewesen. Ja, während er da die Flöte spielt, könnt ihr auch erkennen, dass er wohl, nachdem er sich da die Handschuhe ausgezogen hat, damit er da besser an die Löcher rankommt, hat wohl eine neue blaue Tätowierung an seiner Hand. Ah, was hast du denn da schön in deiner Hand? Sieht gut aus, oder? Was ist das denn? Ist noch nicht ganz fertig. Aber was ist denn? Jürgen hat mir irgendwie gesagt, dass das irgendwie so eine Runa aus Torwall wird. Weißt du, Waffen, ja, das wohl. Für einen Bruder. Runa. Okay. Ja, bei uns die Seefahrer in Kuntium haben auch viele, viele Bilder, die sich stechen lassen. Haltet ihr es klug, Farbe in das Mal hineinzustechen, das euch das schwarze Schwert gegeben hat? Naja, dadurch sieht's besser aus. Ja gut, da mögt ihr recht haben. Also sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Mir kriegst du bloß einen abschätzigen Blick. Torballetten, denke ich mir. Denkst du dir das oder kannst du da nicht? Ich denke mir nur. Hast du Vorteile? Kann das nicht sein, dass da Dinge rausrutschen? Ich habe Vorurteile, ja, aber ich habe gelernt. Hoffentlich. Aus der letzten Begegnung. Ja, schauen wir mal, ob du hoffentlich gelernt hast. Also, ich würfel mal. Warte mal kurz. Sekunde. Charakter, Nachteile. Ich würfel mal wie 20 am besten. Ja. Ist ein W20? Das ist ein W12, aber den würde ich bei Nachteilen würde ich auch W12 zulassen. Ja, ich hab's geschafft, wie er dachte, den zulässt. Nein, würfeln W20. Gut. Er lässt ihn nur zu, wenn er wirklich triggert. Oh, möchtest du vielleicht deinen Schicksalspunkt ausgeben? Ja, möchte ich. Alles klar, Schicksalspunkt ausgegeben. Ja, diesmal hab ich's geschafft. Ja, gut. Passt. Dann könnt ihr, nachdem ihr den Weisen aus Gareth zugehört habt, die da Torwaller da vorträgt und auch nach dem wohl erquickenden, gefälligen Lied von Jarlan, könnt ihr dann wieder euer Hasenfleisch wegpacken, das Fell verstauen oder eben auch wegschmeißen, die Lappen, die blutigen, und die Reise geht weiter. Während ihr euch weiter unterhaltet, vielleicht kann auch Starkert bzw. Ragnar während dem Weg weiter musizieren, immer mal wieder einen Blick schauen, ob es hier irgendwelche Tiere gibt oder Goblins oder irgendwas anderes. Als ihr dann nach einer Stunde der Reise an einen Fluss kommt, der nicht zugefroren ist, weil die Strömung hier noch zu stark ist. Es gibt zwar eine Brücke, die hier hinüberführt, aber die ist wohl vor einiger Zeit schon zerstört worden. Das könnt ihr hier erkennen. Irgendwelche Spuren eingebrochen nach unten durch. Das Holz ist ein bisschen vermodert, hat hier wohl auch keiner nachgebessert. Daneben ein Schrein von Boron, der hier aufgebaut worden ist. Ja gut, ihr hattet ja vor eineinhalb Tagen, hattet ihr die Boron-Geweihten getroffen. Was auch immer ihre Mission hier oben war, aber hier direkt neben der Brücke ein Schrein. Ablon lässt mal einen Fuß auf die Brücke und belastet die sanft, um zu gucken, ob die Brücke noch funktionsfähig ist. Ja, zumindest wenn du deinen Fuß sachte drauf tust, wirst du nichts hören. Aber gut, da könnte man jetzt Holzbearbeitung oder naja, auch sowas wie Baukunst könnte man da mal schmeißen, um sowas einzuschätzen. Gerade wenn man dann auch noch Tiere dabei hat, die ein bisschen schwerer sind oder auch wirklich schweres Gepäck allesamt irgendwie beladen, das würde vielleicht helfen.
Sag mir, so ein einzelner Fuß oder vielleicht auch ein zweiter Fuß von Ömer würde vielleicht gar nicht so das Problem sein. Da kommen die Tiere dann rüber. Die wiegen schließlich einiges mehr als wir. Ich denke schon. Wir können das einfach ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das hält. Das glaube ich nicht. Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir müssen außen rum. Ah, sie sieht relativ stabil aus, würde ich auch sagen. Wenn ihr meint, sollten wir vielleicht einer nach dem anderen rübergehen, oder? Wurde das von Zwergen erbaut? Und mit dem leichtesten zuerst. Und dann die Esel und zum Schluss mein Pferd. Vielleicht sollten wir die Tiere entladen, bevor wir sie rüberschicken. Nicht, dass wir doch die Ausrüstung verlieren. Ja. Weißwaffen hier. Hier ist irgendwas. Schaut mal, was irgendwas ist. Yoga steht neben dem Schrein von Boron und hat da wohl ein bisschen mit dem Fuß Schnee weggeschaufelt. Ihr könnt da wohl ein bisschen glitzern sehen. Da liegt das ist ein Rabenvogel, ein Amulett, was hier wohl um den Hals getragen worden ist. Allerdings ist der Flügel vom Raben abgebrochen. Das interessiert sie sowohl allerdings gar nicht. Sie kann Schriftzeichen erkennen, die hier in den Stein reingeritzt worden sind, reingeritzt wird. Das ist wahrscheinlich dann auch dieser abgebrochenes Amulett, was hier liegt. Irgendjemand hat da was reingeschrieben in den Stein. Zeig doch einmal her. Guck mir diese Zeichen an. Kenne ich diese Zeichen? Das ist Prosperano. Beziehungsweise, Kuslicker Zeichen, Prosperano geschrieben. Was steht dort? Muss ich Proben würfeln, oder? Nee, also für sowas müsstest du nicht würfeln. Du kannst die Sprache dann, kannst du dann entziffern und übersetzen. Räusper ich mal kurz. Die Erde riecht nach Grab heute Nacht. Ein Leib durchstößt die Kälte. Hand, die sich in Blätter krallt, ein Irrlicht friert den Pfad. Pochen in der Tiefe. Ein bleiches Licht im Nebel. Ein Gesicht, das sich mit jeder Nähe selbst entfernt. Pochen in der Tiefe. Ein bleiches Licht im Nebel. Ein Gesicht, das dich in die Tiefe zerrt. Frostnacht. Windschweigend nimmt der Schnee die Spuren. Irrlicht, fern warst du mir nicht. Pochen in der Tiefe. Ein seltsames Zitat. Was soll das wohl bedeuten? Ich überlege gerade, kenne ich es irgendwo? Ist es irgendwo ein Gedicht, ein Poem von irgendjemand? Oder ist mir schon mal untergekommen? Nein. Also zumindest nicht in den Schriftstücken, die du kennst. Das ist auch nichts. Ja gut, dass das Grab legt natürlich irgendwas Bohrengefälliges nahe, aber würfel mal Götter und Kulte. Könnt ihr natürlich alle machen, jetzt wo es übersetzt ist. Vielleicht hat das irgendwann zu wenig Bildung. Vielleicht hat das irgendein Spinner geschrieben. Du glaubst wirklich, dass irgendein Spinner auf einen Bohrenschrein kritzeln würde? Na klar! Bei uns gibt es ja auch Leute, die sich um die Verrückten kümmern. Die machen alle möglichen verrückten Sachen. Die schreiben Dinge überall hin. Ritzen sie rein. Da mag er nicht Unrecht haben. Hier sind bestimmt ein paar Verrückte unterwegs auf diesem Berg. War vielleicht eher jemand von drüben, der auch sowas drauf schreiben würde. Aber warum? Das sind jetzt gut oder schlecht? Ich kann die vielleicht wirklich raushören. Vielleicht was mit diesem schwarzen Mann zu tun? Ein Irrlicht friert den Pfad? Ja, wenn wir ein Pochen in der Tiefe hören, dann können wir uns ja nochmal an den Text erinnern. Oh, ich gehe mal so noch zwei Schritte in die Schlucht ran und horche mal da runter. Meint ihr nicht, dass dies die Vision vom Bistariel-Priester ist, den wir vor einigen Tagen gesehen haben? Okay. Nicht zu entsinnen. Also da unten höre ich nichts. Ich habe dem alten Mann nicht so genau zugehört, keine Ahnung, was der gesagt hat. Er sagt, er habe eine Vision und sei deswegen hier unterwegs. Die beiden Golgariten wurden wohl mitgeschickt, damit er sich nicht, ich weiß nicht, verläuft, verletzt, was auch immer. Wenn der es gerne diskutieren, legt immer den größten Teil seiner Ausrüstung nahe und wo da so ein bisschen neben die Leute und hält sich an der einen Seite der Brücke fest, an der anderen Seite der Brücke fest und macht sich jetzt darüber.
Knitsch, Knatsch, Knitsch, Knatsch, Wackel, Wackel, Watsch, Watsch. Genau das. Das Holz, nass wie es ist, quietscht, knarzt. Du bist drüber. Aber deine Ausrüstung liegt immer noch auf der anderen Seite. Und ja, es liegt dir sehr nahe, dass ihr da nicht mit den Tieren rüberkommt und auch nicht mit der Ausrüstung. Diese Furt muss durchquert werden. Wie breit ist diese denn? Man geht nochmal rüber, wieder zurück zu den anderen. Haben wir Seile dabei? Wir sollten mit Seilen die Ausrüstung erst rüberziehen, genau. Ich hatte 10 Meter Seil, falls das reicht. Ich glaub, ja, gut. Wir können ja auch jeder einzeln nacheinander rübergehen, auch wenn wir beladen sind, müsste das klappen. Aber die Tiere. Ja, wir nehmen danach, wir kommen danach, wir gehen danach zu größten Teilen wieder zurück und führen die Tiere teilweise durch die Furt, wenn die nicht zu schnell ist. Wenn das ja eine Furt ist. Das erscheint mir ein guter Plan. Yoga steigt mal ein bisschen in das Wasser hinein, traut sich nicht ganz in die Mitte, aber bleibt dann so ein bisschen stehen und schaut mal nach. Ist schnell, oder? Geht natürlich noch stärker. Mittelstark, würde ich sagen. Nicht ganz moderat, nicht so stark, nicht reißend, auch wenn es hier dann die Klippe wieder runtergeht. Aber wenn wir auf dieser Seite hier die Furt durchqueren, sollte das kein Problem werden. Weißt du was? Abdullon geht zu Jerodins Pferd und macht sich seine Ausrüstung da los, die er daran verwurschtelt hat, dass er nicht so schwer beladen ist. Macht sich seinen eigenen Rucksack wieder, verbindet das alles mit seinem eigenen Rucksack wieder und schwer beladen geht er dann sozusagen über die Brücke. Unsere kleinen... Was, du gehst jetzt schwer beladen über die Brücke? Ja, also ich habe meine eigene Ausrüstung wieder mitgenommen. Das sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 10 Kilo mehr, die ich dabei habe. Ja, dann merkst du jetzt, wie das erste Brett unter dir nachgibt und bricht. Ja, machen wir eine Körperbeherrschungsprobe, um dein Bein wieder zurückzuziehen. Körperbeherrschung. Ich gebe mal vorsichtshalber 2 ASP, also meinen Wert zu 4 zu erhöhen. Ja. Ich muss mal eben gerade ins Inventar, um mein erhöhtes Gewicht anzukreuzen, weil ich hier auf Jarlands Pferden nicht habe. Genau, du bist jetzt aktuell beladen, dementsprechend Behinderung wird bei den Körperbeherrschungsproben, glaube ich, mal 2 gerechnet. Das wäre dann eben der wichtige Wert für dich. Währenddessen Yoga gibt zur Kenntnis, dass es für Menschen Hüfttiefe ist. Ja gut, leider für kleine Torwale, also für Zwerge, bis zum Kinn. Also ich wollte eigentlich nicht zurück, sondern ich wollte davor. Ich wollte also das Brett bricht. Du kannst jetzt natürlich weiter nach vorne gehen, dann stürzt du rein. Aber du kannst jetzt zumindest stehen bleiben und stürzt nicht rein. Achso, das war jetzt so ein Brett, was nach vorne... Die Bretter liegen doch von links nach rechts, also muss doch sofort ein nächstes Brett kommen. Ja, da ist es aber sowieso schon eingebrochen. Also, guckst die halt jetzt hier an, du bist dann hier eben rangegangen und dann ist es eingebrochen. Okay. Also du kommst. Wie breit ist es jetzt? Kann man da rüberspringen? Wie breit ist jetzt das Loch? Sieht aus wie 2 Meter, oder? Also ich habe die Karten nicht geeicht. Der Fluss ist ungefähr. Der Fluss ist ungefähr 10. Ich würde mal sagen 2,5 Schritt. 2,5 Schritt, dann stehst du auf der anderen Seite. Das ist natürlich das Problem, dass du dann hier mit verstärktem Gewicht aufschlägst. Das könnte auch wieder nachgeben. Also du 3 Schritt springst. Das könnte dich retten. Ja, das will ich tun. Gut, 3 Schritt. Ich glaube, es ist die Weitsprungregel noch einmal ganz kurz rauskam, aus dem Weg ist schnell. Genau, dann bitte einmal schauen, wie Weitsprung funktioniert. Und währenddessen, wie gesagt, Yoga steht im Wasser, gibt jetzt so ein Protokoll, dass es für Menschen hüfttief ist und für Zwergen bis zum Kinn. Ach, verdammt. Also ich denke, einer sollte auf jeden Fall als erstes rübergehen und auf der anderen Seite schon mal ein Feuer machen, damit wir dann direkt uns trocknen können. Oder nicht? Also so würde ich das jetzt zumindest tun. Wir könnten auch auf den Eseln reiten, während wir rübergehen, oder? Und wenn ihr den Esel unter Kontrolle halten könnt, während ihr darüber reitet, dann ja. Ich glaube, die Mistviecher werden uns abwerfen. Kann ich Anlauf nehmen oder ohne Anlauf? Du kannst Anlauf nehmen, ja. Das ist wichtig für die Probe. So, ich habe soweit. Gut. Das ist Gewandtheit plus Körperkraft minus Behinderung. Aktuell ist meine Behinderung. Da habe ich meine Dings. 3 Punkte. Der Schwung in die gähnende Leere.
Gewandtheit 16, Körperkraft 11, Macht 27, weniger Behinderung 3, Macht 24. 24 Spannen, ein Spann sind 20 Zentimeter. Bist du klein? Das heißt 480 Zentimeter, das heißt ich kann mit Anschlauf, ohne eine Athletikprobe sozusagen noch mehr rauszuholen, 4,8 Meter weit springen mit dem Gepäck auf dem Rücken. Das erscheint mir sehr viel. Bist du kleinwüchsig? Nein. 4,8 Meter. Ja, weil das ist Gewandtheit plus Körperkraft mal 20 Zentimeter. Ja, ja, ja. Und dann noch minus BE. Das heißt, ohne Behinderung würde ich irgendwie über 5 Meter weit springen können. Okay. Ja. Wie hoch ist deine Gewandtheit? Wie hoch ist deine Gewandtheit? 16. Okay, das liegt einfach daran, dass deine Gewandtheit so krass hoch ist. Natürlich. Ja, okay. Ich wollte nur gerade wissen, wo da der Rechenfehler ist, aber deine Gewandtheit ist einfach hoch. Gut, dann kannst du rüberspringen. Ohne Probe. Ich mache natürlich eine Athletikprobe, in dem Fall eine 5 Punkte erschwerte Körperbeherrschungsprobe. Das ist wahrscheinlich, um zu gucken, ob der Sprung überhaupt gelingt. Ich gebe nochmal 2 ASP aus. Doppel 20. Ohne Probleme. Ja, das Problem ist, mit plus 5 Punkte Erschwernis, 6 Punkte von der Behinderung, also wegen doppelte BE, bin ich schon bei Basispunkten 11 Punkte Erschwernis, alleine wenn ich ausweiche auf die Sache. Ja. Gut, Yoga selber wird die Furt durchqueren. Die Regeln dazu ist eine Körperbeherrschung oder Akrobatikprobe. Wir gehen kurz nach. Sie hat keine Balance, sie hat keine herausragende Balance. Sie ist in Hüfttief im Gewässer, das ist eine plus 0. Die Strömung ist mittelstark und sie ist maximal mit ihren ja, ganz normalen Sachen beladen. Hat da eben den Rest dann eben auch irgendwie abgegeben an Esel. Das heißt, es ist eine plus 0, wie eben auch für euch. Dann ist es allerdings etwas rutschig und es gibt eine plus 3. Das heißt, es ist eine Körperbeherrschungsprobe oder Akrobatik plus 3. Schauen wir mal nach, ob sie weggerissen wird. Nein, das gelingt, aber sie rutscht einmal kurz weg und kann dann trotzdem sich halten. Probe ist ganz normal gelungen. Der Wasserabschnitt konnte problemlos durchquert werden. Natürlich ist sie jetzt wahrscheinlich, der Teil, der durchs Wasser gelaufen ist, ist jetzt komplett nass, muss man natürlich dazu sagen. Genau. Ich schicke mich entsprechend stattdessen an, da durchzureiten. Das ist gar kein Problem, auch dafür haben wir Regeln. Ja. Du musst dann keine Körperbeherrschungsprobe, sondern eine Reitenprobe ablegen. Das Tier wird geritten, ist eine plus 6. Und ja gut, Sonderfertigkeiten, dein Pferd hat keine Trittsicherheit im Gewässer. Es hat auch nicht die Geländehindernisse. Richtig. Und es handelt sich um ein geschultes Tier. Es ist eine minus 6 und die Loyalität ist 6, hatten wir gesagt, ne? 6 Punkte, entsprechend ist es eine plus 0. Plus minus 0. Genau. Das ist also eine nicht erschwerte Reitenprobe. Ja, ich taste Bisfrabul vorsichtig ins Wasser und nachdem er seinen Tritt gefunden hat, geht es dann relativ zügig dorthin durch. Gut, dann ist Jalan drüben, Yoga, Ömer und das Pferd Bisfrabul. Habe ich jetzt nicht mehr drüber gezogen, passt. Nehme ich dann auch ab und trockne ihm erstmal die Beine. Wie sieht's mit den anderen aus? Abelmir, Ragnar, Torgosch. Ja, ich würde mal zu Fuß und den Esel hinter mir herziehen. Ja, dann wird das Tier geführt. Das ist dein Tier. Mhm. Das Tier, du musst dann einmal für den Esel musst du eine Abrichtenprobe machen. Oh Gott. Das ist einmal plus 0, weil es geführt wird. Es ist ein geschultes Tier, ist eine minus 6. Ich habe keinen Abrichten geschult. Der, ja. Der Esel ist geschult, der wurde geschult gekauft, deswegen war er so teuer. Ich habe kein Abrichten, auf was muss ich es ableiten? Weiß jemand aus dem Kopf? Abrichten kann man auf Tierkunde ableiten, glaube ich. Tierkunde. Ich bin Tierkunde plus 10 oder so, lass mich mal nachgucken. Ja, wow. Natürlich. Tierkunde plus 10, minus 6, weil es geschult ist. Gut, also eine plus 4 Probe. Genau, Tierkunde plus 4 sollte auch für dich machbar sein. Ich weiß nicht. Nein. Gut, dann brauche ich von dir bitte noch eine Körperbeherrschungsprobe. Hüftiges Wasser, mittelstark und es ist eine plus 3, weil rutschig. Gut. Aber dem Tier passiert tatsächlich nichts. Probe misslungen. Das Tier strauchelt und stolpert. Hatte es einen Reiter? Hat es nicht. Wird in der Mähe gezogen, insofern strauchelt es noch wahrscheinlich, oder? Genau. Wenn keine LO-Probe gelingt, sind alle folgenden Proben bis zum Ufer um 3 erschwert. Jetzt müsste man dann würfel mal bitte eine Loyalitätsprobe, sonst würde deine Körperbeherrschungsprobe nochmal erschwert sein und die genau 3 Punkte könnten dann noch für dich unterwürfelt, das passt, dann bist auch du zusammen mit deinem beladenen Esel drüben.
Juhu. Der nächste. Eisenmann, helf mir. Ja, wie kann man dir denn jetzt helfen? Wenn Jalan daran gedacht hätte, jemanden mit dem Seil festzubinden, könnten wir den dann auch ziehen. Aber sonst... Ich habe nämlich kein Seil dabei. Ich würde auch erstmal den Fisch, den ich dabei habe, jetzt entweder Ragnar anbieten oder ihn selber essen, was ich dann nicht brauchen kann, in den Fluss schmeißen, weil ich schon hemmungslos überladen bin. Schmeiß in den Fluss mit den Worten Effort, lass mich nicht ertrinken. Gut, ich esse die eine Hälfte des Fisches mit dir. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht mehr so schwer beladen, das ist schon mal ein Schritt in die Richtung. Also ich kann dieses Tier nicht darüber führen, das sage ich dir. Das ist blöd. Könnte ich vom Pferd aus den Esel führen? Oh, ja, lass ich zu. Okay. Aber der Esel muss wahrscheinlich über Tiere abrichten geführt werden, das ist ja kein Reittier. Ja, aber abrichten kann ich ja, das ist richtig. Aber du musst wird das da hinten bald, oder muss ich zurückkommen und euch holen? Wenn wir dich helfen, wäre nicht schlecht. Und wie viel ist das denn für mich zusätzlich erschwert, weil das bis bei mir bis zum King geht? Plus also 6, also eine entweder Akrobatik oder Körperbeherrschungsprobe plus 6 zusätzlich. Also plus 9. Die Schirmung ist stark, also genau, 3 plus 6 sind 9. Du kannst auch reiten, aber dann musst du halt eine Reitenprobe machen. Ich werde jetzt erstmal übersetzen zu den beiden. Ja, dann brauche ich bitte die gleiche Probe nochmal, reiten. Ja. Zungen? Plus minus 3. So. Jetzt machen wir das wie folgt. Erst einmal. Aber wenn du doch reiten kannst, sollte sich da nicht einfach der andere noch mit aufs Pferd setzen und dann reitest richtig. Du ihn einfach rüber. Richtig, Torvash. Du setzt dich jetzt erstmal hinten drauf. Komm. Sehr gut. Das wird bisher wohl gar nicht gefallen. Nein. Pass auf, dass er beim Aufsteigen nicht austritt. Machen wir eine Abrichtenprobe, Eisenmann. Sonst, ist ein fremdes Pferd, hat eine Reitertreue, die ist halt gegen dich. Loyalität von dem Pferd ist sowieso klein. Kann ich versuchen, das Tier ein bisschen zu beruhigen? Also kriegt er dann eine Erleichterung oder so? Ich muss auf Tierkunde ableiten. Plus 10. Ja. Schaden von deinem Pferd? 2W6 plus 5. Tritt aus. BAM! Plus 5 oder was war das? Mhm. Anführer! Ausdauer oder... echter. Okay. Anführer! Warte, ich muss eben auswürfeln, wo sonst die kleine Wunde. Ruft Ragnar gerade mein Führer? Nein, Anführer. So. An der rechtes Bein, da habe ich 6 Rüstung. Und 6 Schaden, ja gut. Blödes Mistvieh. Also oh Mann, ich hab doch gesagt, vorsichtig. Ihr wisst doch, dass der tritt. Ja, trifft dein Becken auf der rechten Seite und du wirbelst durch den Schnee, du verlierst komplett die Orientierung und schlägst dann 3 Meter weiter hinten auf.